Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Heute ist Weihnachten, von dem her frohe Weihnachten, beziehungsweise kommt das erst am ersten Weihnachtstag raus, aber das ist ja auch noch Weihnachten, von dem her, ich hoffe, ihr habt alle Geschenke bekommen, die ihr so haben wolltet, ihr habt gut gegessen und ich hoffe, ihr und eure Familie, euren Liebsten und wen es sonst noch alles gibt, geht's gut gesundheitlich. Und es bleibt auch so. Und ja, es gibt natürlich wieder ein Special Event in Animal Crossing zur Weihnachtszeit. Und das gucken wir uns heute an. Ich habe nicht allzu viel Zeit. In etwa 90 Minuten gibt es bei uns Essen und danach ist Bescherung und bliblablub. Deswegen mal gucken, ob wir bis dahin fertig werden. Auf jeden Fall hat Melinda schon mal eine sehr, sehr süße Weihnachtskappe auf. Und ich habe gesehen, die ganzen anderen Leute auch. Hallo liebe Bewohner, es ist Donnerstag, der 24. Dezember. Heute ist Spielzeugtag. Und es soll wohl gerade jemand voll beladen mit Geschenken über die Insel spazieren. Falls ihr auf unseren Besucher trefft, fragt ihn ruhig nach einem Geschenk. Vielleicht bekommt ihr ja eins. Das ist ja so ein Rentier, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir leider noch gar keine... Achso, ich habe mich übrigens auch wie ein Weihnachtsmann angezogen. Passend zum Event. Ich hatte keine richtige Hose, deswegen ist es jetzt so ein Minirock geworden. Guckt einfach nicht unten hin, ja? Okay, danke. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was hier am Spielzeugtag überhaupt so ist. Oh Gott, ich habe ganz viele Geschenke bekommen. Was ist denn bei euch kaputt? Die sollten wahrscheinlich gestern alle ankommen. Aber ich hatte gestern kein Internet, habe ich gemerkt. Voll behindert. Naja, von Dennis. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Dizzy. Nachträglich jetzt. Frage, wie ist es, einen Tag vor Weihnachten Geburtstag zu haben? Findest du das gut oder doof? Plus lol, heute auch ein Bewohner von mir Geburtstag. Funny. Danke, Dennis. Das ist der YOLO-King. Also als Kind war das ein bisschen doof, weil dann wollte halt niemand zu dir kommen. Habe ich auch in der letzten Folge schon erzählt. Dann habe ich nie so richtig gefeiert. Dann musste man das mal nachfeiern und das ist halt Kind halt immer so ein bisschen komisch. Und man konnte dann auch nicht in der Schule irgendwie seine Süßigkeiten verteilen in der Klasse, was immer alle anderen halt gemacht haben, wenn sie Geburtstag hatten. Weil mein Geburtstag war halt am Anfang der Weihnachtsferien immer. Und dann irgendwie im Januar irgendwas zu geben, ist immer richtig weird. Aber sonst eigentlich ganz okay und man kann sich größere Sachen wünschen. Naja, hier, Jay hat mir auch nochmal zum Geburtstag gegeben. Ja, jetzt kommen hier die ganzen Geburtstagssachen rein. Danke, Jay. Und der Dennis wünscht mir auch noch frohe Weihnachten. Hier das Geschenk, das du haben wolltest. Ich wollte... Nee. Als ob. Hat er mir das wirklich... Hast du den bekommen? Das wäre richtig krass. Okay, bin ich gespannt, was es sein wird. Dann nochmal was von Dennis. Und noch ein Item in einer anderen Farbe. Plus konnte den Mond, den du haben wolltest, nicht mehr auftreiben. Ah, okay, leider nicht der Mond. Schade, schade. Ja, der Mond wäre richtig geil. Und von JVM auch noch was. Lieber Dizzy, frohe Weihnachten. Ja, danke. Dir auch. Die Karten sind ja super süß. Was? Cool. Ja, die Geschenke müssen wir uns natürlich jetzt auch nochmal angucken. Hier, also diese blauen. Die kamen, glaube ich, alle von Dennis. Das Geschenk. Ein Skorpionsplitter, Alter. Danke. Schützensplitter? Hä, wo hast du die denn alle her? Das war, ist das schon Ewigkeiten her, seit es die irgendwann gab. 75.000 Sternis. Okay, nehme ich auch. Merci. Und bei den anderen weiß ich das jetzt gar nicht. Ein Safe? Okay, danke für den Safe. Ich weiß jetzt leider nicht, von wem der kam. Ein Puppenhaus. Das wird wahrscheinlich der Jay gewesen sein. Habe ich nämlich auch drum gebeten. Ein Wrestling-Outfit. Ist halt wahrscheinlich von der Silke gewesen. Also keine Ahnung, warum das gestern nicht angekommen ist. Ich vermute, mein Internet hat wieder rumgespackt und deswegen hat er da nichts gemacht. Aber ja. So, wir gehen einfach mal auf unseren Festplatz und da sehen wir auch schon das Schwarz... Das ist ein Black-Nosed Reindeer. Na, das ist Chris. Und den Chris kennen wir doch auch. Ist das der Chris aus meiner Community? Hau, hau, hau. Frohes Fest. Ich bin Chris, das schwarznasige Rentier. Ist das nicht eine ganz besondere Jahreszeit, die wir gerade haben? Noch dazu feiern wir heute den wohl aufregendsten Tag des ganzen Jahres, den Spielzeugtag. Leider gibt es da ein winzig kleines Problem, das die Stimmung trüben könnte. Ich habe das Geschenkpapier vergessen. Ist das zu glauben? Hier stehe ich nun, bepackt mit Geschenken für groß und klein, vom Chef höchstpersönlich ausgesucht. Nur eingepackt sind sie halt leider nicht. Wo bleibt denn da die Freude, wenn es nichts auszupacken gibt? Hoho, ich habe da eine Idee. Du siehst mir aus wie jemand, der Freude am Basteln hat, stimmt's? Mit Sicherheit hast du geschicktere Hände als der gute Chris. Könntest du mir vielleicht etwas Geschenkpapier anfertigen? Ich habe auch eine Bastelanleitung dafür. Man kann sein eigenes Geschenkpapier anfertigen. Nicht dein Ernst. Naja, einfach Geschenkpapier. Oh, dafür braucht man diesen Baumschmuck. Das macht ja gar keinen Sinn. Aus diesen Weihnachtskugeln wird Geschenkpapier gemacht? Ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber klar, machen wir. Später. Katharina singt. Das ist aber nicht sehr weihnachtlich. Nein, hör auf. Das ist nicht weihnachtlich, Katharina. Ah, Schnee am Spielzeugtag. Gibt's irgendwas Schöneres? Wie Glitter, der vom Himmel fällt. Ich wünsche dir einen glitterglücklichen Spielzeugtag. Ich dir auch. Den Weihnachtsmann kennt jeder, aber hast du schon mal Chris getroffen, das Rentier? Der hilft dem Weihnachtsmann, musst du wissen. Ist aber nicht fies und blöde wie Knecht Ruprecht, Düsselchen. Hm, da fällt mir ein, ist Chris dieses Jahr wieder nur die Vertretung oder macht er den Job jetzt Vollzeit? Richtig bissig Gespräch hier. Hä? Wollen die gar nichts von mir?
Ich dachte, die wollten irgendwelche Sachen, aber wahrscheinlich muss ich ihm erstmal sein Geschenkpapier bringen. Wie süß die aber alle sind mit ihren Weihnachtsmützen. Sogar Lupo ist süß. Oh, ordentlich Schnee heute, wie? Na, ohne wär's ja auch ein blöder Spielzeugtag. Gut, wir besorgen ihm mal kurz seine Kügelchen, die er haben will. Ich habe tatsächlich nicht sehr viele Tannenbäume mehr in meiner City. Das hier ist eine der wenigen, die ich noch habe. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 Stück oder so. Und an den hier kommt man am besten ran, deswegen holen wir die hier. Und ist die Musik auch eine andere? Leute, ich glaube schon, oder? Die haben extra für die Festtage neue Musik reingebaut. Das war ja bei Thanksgiving auch schon so. Und hä, wieso glitzert das hier so? Guck mal, der Schnee glitzert so ganz komisch. Ist das auch erst seit heute? Also davor ist es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Merkwürdig. So, ich glaube, wir brauchen von jeder Farbe ein. Okay, haben wir easy. Dann wieder zurück zum Rentier. Beziehungsweise wir gehen erstmal nochmal in den Shop rein. Vielleicht gibt es da ja heute auch irgendwas Spannendes. Oh, die Tina hat auch eine Weihnachtsmütze auf. Cute. Oh, es gibt tatsächlich ein ganzes Weihnachtskostüm. Und ein Rentierkostüm. Oh, es gibt ja alles. Und ein Tron-Kostüm haben wir auch. Okay, gucken wir uns an. Also das meiste davon hatte ich ja schon. Nur die Weihnachtshose hat gefehlt. Und irgendwas für die Augen gibt es nicht für den Weihnachtsmann, ne? Nee, das sieht komisch aus. Ich seh lieber so aus wie Professor Igitt, wenn ihr den kennt. Was hat denn der Weihnachtsmann für Schuhe an? Hat er Flipflops an? Oder bleiben wir bei den Springerstiefeln? Ich glaube, wir bleiben bei den Springerstiefeln. Ist schon in Ordnung. So, jetzt habe ich auch eine richtige Hose an und nicht so einen komischen Rock. Obwohl mich dieses Weihnachtsoutfit mit dem Rock sehr an Japan erinnert hat, da war ich nämlich in so einer WG und habe da mein Weihnachtsfest gefeiert und da hat sich dann ein männlicher Typ genauso angezogen, wie ich hier quasi eben aussah. Das war schon sehr witzig. Aber die kleinen Wuchs haben einfach auch ihre Mützen auf. Das hier ist Hanukka, oder nicht? Festmaldeko. Nehme ich. Okay, aber sonst nichts Interessantes hier. Dann können wir jetzt zurück zum Rentier. Hallo Chris. Oh, er will 3 Geschenkpapier rollen? Mist, okay, dann langt das natürlich nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen das Bäumchen schütteln. Bäumchen schüttel dich, Bäumchen rüttel dich und lass ganz viele deiner Kugeln fallen. Oh, bist du schon fertig mit dem Geschenkpapier? Darf ich es dann bitte haben? Klaro. Bitteschön. Ho, ho, ho. Vielen lieben Dank. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ein schickes Spielzeug-Tag-Socken-Set. Okay. Danke. Was wohl passiert, wenn du sie heute Nacht bei dir zu Hause aufhängst? Nun denn, da du mir bisher so lieb geholfen hast, will ich gerne noch mehr Festtagsfreude mit dir teilen. Wenn du möchtest, darfst du mich beim Verteilen der Geschenke unterstützen. Na, wie klingt das? In die strahlenden Gesichter der Beschenkten zu blicken, erfüllt mein Herz immer wieder mit Freude. Dieses Gefühl will ich gerne mit dir teilen. Und als kleinen Bonus gibt es noch ein Geschenk obendrein. Aber bevor es losgehen kann, brauchst du noch einen von denen hier. Und, wir kriegen einen eigenen Sack. Dieser magische Geschenksack ist gefüllt mit allerlei Geschenken für die Bewohner dieser Insel. Deine Aufgabe besteht darin, mit dem Geschenksack in der Hand sämtliche Geschenke zu verteilen. Oh, geil, ich bin jetzt ein riesiger Weihnachtsmann. Guck mal hier. Und die erste Beschenkte ist die Katharina. Oh, jetzt darf ich aber fragen. Wieso denn der Beutel? Hat nicht alles in die Tasche gepasst? Der weiße Akzent ist ja fein und so. Und er sieht auch aus wie der von Weihnachts... Oh, ui, verstehe. Ja, richtig. Frohen Spielzeugtag dir, Katharina. Das ist für dich. Oh, dir auch einen schönen Spielzeugtag. Hä? Oh, ist das für mich? Vom Weihnachtsmann? Wow. Dann bist du also der Glückliche, der die Sachen austragen darf. Oh, wie süß dir sie. Mach auf, ich will sehen, was du bekommen hast. Oh, sie sagt gar nicht, was sie bekommen hat. Aber vielleicht am Ende, wenn wir alle Geschenke verteilt haben. Hallo, Lupo. Was hast du da im Sack, Kleiner? Die Dreckwäsche vom Weihnachtsmann? Schwachsinn, Lupo. Dein Geschenk ist da drin. Was? Ein Geschenk? Für mich? Veräppeln kann ich mich selbst. Was? Vom Weihnachtsmann? Der kennt mich wohl nicht so gut. Haha, Uwo. Er tut immer so fies und gemein, aber eigentlich ist Lupo richtig, richtig netter. Also ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Witzig, dass die beiden Wölfe hier auf dem Festplatz sind. Naja, dann gehen wir mal alle Leute ab. Hier fehlt übrigens ein Eisentor. Wo ist das Eisentor hin? Jemand hat mein Eisentor geklaut. So geht das natürlich nicht. So, viel besser. Richtig schön. Ach, ich habe hier, by the way, noch ein paar Sachen verändert. Hier diese Schneedinger habe ich mir noch gebaut. Lol, guck mal. Die ganzen Bäume. Hä, die hatten genug Platz, dass sie hier wachsen können. Okay, das ist ja sehr belastend. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass die jetzt hier wachsen. Also außer der hier vorne. Dann müssen wir den nochmal auswechseln. Das hier war nämlich ein Kürbis? Wie heißen die Dinger? Eine Kokosnuss, richtig. Der wächst natürlich nicht, wenn er nicht am Strand ist. Aber so fand ich es ein bisschen hübscher, dass auch auf der rechten Seite was ist. Und Heinz hat das hier, dieses Ding daran gepackt. Diese Schneeflocke. Oh, richtig cool. Bei dem kommen wir persönlich zu Hause vorbei, um ihm sein Geschenk zu geben. Eigentlich hätte er ja heute Weihnachtsmann sein sollen, lieber Heinz. Auf jeden Fall hier dein Geschenk für heute.
So, eins auch abgehakt. Und für Silke haben wir natürlich auch ein Geschenk. Dankeschön, echt nett, dass du es mir abgeliefert hast, Häschen. Gerne. Tschüss, ich muss noch weiter. Wie aber auch alle zu Hause sind. Hallo, Bea. Auch für dich habe ich natürlich ein Geschenk. Aber apropos Geschenke, ich habe auch noch eins für dich, Dizzy. Was? Wieso? Hä, warum denn noch eins? Du warst gestern schon so lieb zu mir mit meiner Geburtstagsparty. Und jetzt schenkt sie mir trotzdem was. Alles klar, sie hat ihr Buch. Dann ist ja alles gut. Aber ein bisschen sad ist das, dass sie nicht mit ihrer Familie feiern oder mit den anderen Bewohnern, oder? Die gammeln halt alle alleine zu Hause rum. Das finde ich ein bisschen sad. Kommt, lass doch alle eine riesige Weihnachtsfeier feiern. Auf jeden Fall, Rudolf, du kriegst auch ein Geschenk. Da. Ohne dich wäre das Geschenk wohl in irgendeiner Ecke verschimmelt und dafür hast du dir was verdient. Ah, da bist du ja wieder. Willst du jetzt ein Geschenk haben? Hier, bitteschön. Danke, Rudolf. Viel Spaß mit deinem Geschenk. Und für den Lutz haben wir natürlich auch eins. Bitte. Oh, danke, Dizzy. Wenn es jemand verdient hat, ins Team des Weihnachtsmanns zu rücken, dann bist du das. Aber es ist nicht nur eine Ehre, es ist auch eine harte Arbeit. Die möchte ich gern belohnen, Champion. Hier, ein Geschenk für dich. Okay, aber die Geschenke werden wir erst am Ende öffnen, würde ich sagen. Und am liebsten natürlich mit allen zusammen irgendwie. Naja. Misuzu ist nicht mehr zu Hause. Wo ist denn die Misuzu hin? Also wir brauchen noch Misuzu, wir brauchen noch Aki und wir brauchen noch Carsten. Carsten ist auch nicht zu Hause. Damn, wo sind die denn alle hin? Ist Aki denn wenigstens zu Hause? Ja, Aki ist zu Hause. Okay, aber Carsten und Misuzu fehlen. Aki, die haben Strampelanzug. Habe ich dich gerade bei irgendwas gestört, Aki? Na jedenfalls. Huch. Was, die hat irgendwas anderes gesagt? Irgendwas mit Kuchen essen? Hat sie mir nochmal zum Geburtstag gratuliert? Ich wollte dir eigentlich nur dein Geschenk geben. Hier. Von Chris für Aki. Viel Spaß damit. Bye, bye. So, die Sache ist, der Carsten und die Misuzu fehlen trotzdem. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wo die sind, entweder im Museum, da will ich jetzt aber nicht nachgucken, oder aber tatsächlich bei mir zu Hause. Habe ich welche zu mir nach Hause eingeladen, ohne dass ich wusste? Das kann sehr gut sein. Wir schauen auf jeden Fall mal nach, weil das ist der einzige Ort, an dem ich noch nicht so wirklich war. Hallo, seid ihr zu Hause bei mir? Einfach eingebrochen, während ich nicht da war? Nö. Wo sind die hin? Ah, hier ist der Carsten. Okay, laufen wir einfach nur draußen rum. Auch für dich habe ich natürlich ein Geschenk. Warte mal, du trägst die Geschenke für den Weihnachtsmann aus? Ernsthaft? Habe ich irgendein Vorsprechen verpasst oder so? Oder gab es eine Castingshow? Naja, gegen dich hätte ich sowieso keine Schnitte gehabt. Chapeau. Schön. Ja, viel Spaß mit deinem Kram. Wo ist Misuzu? Da ist Misuzu. Hallo, Misuzu. Oh, Dizzy, wofür schleppst du denn diesen prallgefüllten Sack mit dir herum? Na, um dir ein Geschenk zu geben. Nur für dich. Das ist ein Zaubersack. Oh, war der Weihnachtsmann zu beschäftigt und hat deshalb dich angeheuert? Bitte stell ihm meinen herzlichen Dank. Und dir danke ich natürlich auch, Dizzy. Gerne, gerne. So, das müssten alle gewesen sein. Ja, wir kriegen sogar noch Nook-Meilen dafür, wie es aussieht. Nee, doch nicht. Waren alles andere und hier oben ist das auch nicht weihnachtsrelevant. So, ich habe alle Geschenke verteilt. Ah, ich kann förmlich spüren, wie viel Freude sich auf der Insel breit gemacht hat. Den Geschenkesack brauchst du dann wohl nicht mehr. Warte, ich nehme ihn dir schnell ab. Nein, ich will ihn behalten. Oh, jetzt habe ich keinen Sack mehr. Ich wollte keinen prall gefüllten. Ah, ich bin wirklich dankbar, dass ich mit dir den Zauber dieses Spielzeugtags teilen durfte. Ach, genug der warmen Worte, denn ich habe hier noch ein paar Geschenke für dich. Zunächst einmal eine kleine Bastelanleitung. Aber damit nicht genug. Du kriegst noch eine Überraschung. Ein Spielzeugtag-Schlitten, ganz allein für dich. Ein ganzer Schlitten einfach. Danke. Du hast den Bewohnern von Dizimania einen wahrhaft magischen Spielzeugtag beschert. Nicht nur das, du hast damit auch zum fröhlichsten kleinen Rentier auf der ganzen Welt gemacht. Nun, da unsere Arbeit hier getan ist, dürfen wir uns getrost ein kleines Päuschen gönnen. Vielleicht laufen wir uns beim nächsten Spielzeugtag erneut über den Weg. Mach's gut, Kindchen. Tschüss, Chris. Okay, dann war das aber ein sehr, sehr kleiner Spielzeugtag, oder? Und ich find's nach wie vor doof, dass sie hier nicht zusammen Party machen. Alle in ihren kleinen Kämmerchen. Naja, die Geschenke schauen wir uns natürlich trotzdem an. Es steht sogar bei, von wem die sind. Okay, Bea hat uns was geschenkt? Ein Kinderzelt. Okay, warte, das schauen wir uns natürlich alles an, was sie hier bekommen haben. Kinderzelt. Ach, so ein Ding. Okay, ja. Aber ich dachte, das ist irgendwie so, dass man den Bee bei Thanksgiving auch so Sachen geben muss, die haben wollen. Oder so. Hm. Von Rudolf haben wir auf jeden Fall einen Fernsteuerhubschrauber bekommen. Sind das einfach dieselben Sachen, die man bei den Nooks kaufen konnte? Ich glaube schon. Ja, Autorennbahn vom Lutz. Das ist ja sad. Dann hatte ich das ja alles schon. Okay, aber der Schlitten ist ja dann anscheinend was Spezielleres. Okay, ja, der sieht cool aus. Okay, warte, der kommt auf jeden Fall zu Heinz. Statt diesen kleinen Schlittens kommt dann hier dieser richtig krasse Spielzeugtagschlitten hin. Ja, ja, ja. So.
Das passt doch gleich viel besser. Geil, das ist für immer unser Weihnachtsmann. Auch im Sommer, zu jeder Zeit. Und wir haben noch Söckchen bekommen, die müssen wir dann in unserem Haus irgendwie anhängen. Dann kriegen wir wahrscheinlich morgen auch noch irgendwas vom Chris. Und ansonsten halt noch einen Geschenkeberg. Ja, ist ein Geschenkeberg. Braucht man rotes Geschenkpapier? Habe ich leider nicht. Müsste man dann bei den Nooks kaufen. Ein Bauklotz-Set und Kartons. Aber auch ganz süß. Okay, also der Spielzeugtag an sich war süß, war jetzt aber auch nicht so überragend. Da fand ich tatsächlich Thanksgiving besser. Es sei denn, die sagen jetzt noch irgendwas. Oh, am Spielzeugtag tauscht man Geschenke mit Leuten, die man sehr, mit Bekannten halt. Ah, es geht doch noch weiter. Gut, dann machen wir das, lieber Lupo. Hier, ich gebe dir dieses Geschenk, von dem ich nicht weiß, was drin ist. Oh, nett eingepackt auf jeden Fall. Und hier mein Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ah, man kann also doch noch weitermachen. Was? Du willst wissen, welches Geschenk mir besser gefallen hat? Das vom Weihnachtsmann oder von dir? Muss ich das wirklich verraten, Ovo? Naja, schon gut. Oh, ist das schwierig. Also schön, ich fand deines besser. Bilde dir aber bloß nicht darauf ein. Das musst du ja jetzt auch sagen, weil ich ihn einfach gefragt habe. Na cool, also es geht doch noch weiter. Was haben wir denn von Lupo bekommen? Ein Puppenhaus. Ach ja, man wird trotzdem genau dieselben Sachen bekommen, die man auch im Laden kaufen konnte, gell? Da bin ich mir ziemlich sicher. Soll ich die jetzt alle nochmal ablaufen und denen Geschenke geben, damit sie mir Geschenke geben? Okay, komm, wir probieren es zumindest mit den Wölfen aus. Ich habe ja eigentlich ganz viele Geschenke. Die sind zwar nicht explizit jetzt für Weihnachten gewesen, aber freust dich bestimmt trotzdem. Setzen Bewohner Brillen auf? Ich glaube nämlich nicht. Nee, tut sie nicht. Danke, Katharina. Tja, das war doch lustig, Geschenke auszutauschen, Dusselchen. Danke nochmal. Klar, immer wieder funny. Ich pack's sogar direkt vor dir aus. Es ist ein Blechroboter. Ja, es sind einfach genau dieselben Sachen, die man auch zur ganzen Winterzeit einfach bei den Nooks kaufen konnte. Aber wahrscheinlich in anderen Farben, als man die selber bekommen hätte tun können. Oh ja, witzig. Kann man sich Geschenke austauschen, wie man das halt so an Weihnachten macht, nicht wahr? Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es irgendwie noch ein Fest gibt, dass hier dann alle auf dem Festplatz sind. Keine Ahnung, Lieder singen. Alle zusammen, so die ganze City einmal. Das wäre halt richtig cute gewesen, wenn die das irgendwie gemacht hätten. Aber so war auch in Ordnung. Auf jeden Fall sich Nintendo immer mal was einfallen. Und ja, war in Ordnung, ne? Dann auf jeden Fall euch frohe Weihnachten, wie ich auch schon am Anfang meinte. Ich hoffe, ihr habt alles bekommen, was ihr haben wolltet und habt eine schöne Zeit verbracht. Könnt ihr mir aber sagen, was ihr für Geschenke bekommen habt und was ihr überhaupt gemacht habt am Weihnachten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich jetzt auch über die Feiertage weg bin. Aber ja, dann tschüss.